Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. In der letzten Folge haben wir die Hauptstory Wüstung fortgesetzt und haben den Leuten in Apache geholfen, ne? Was wir natürlich am allerliebsten machen, ne? Ich meine, ja, schau dich gleich von, der ist am Strahlen. Nur zu wissen, dass wir gleich wieder ein paar Leuten helfen, ne? Und ja, ich wollte mal kurz was nachgucken, habe ich ganz vergessen. Und zwar kann man hier, nein, das will ich nicht. Kann man hier irgendwie sowas einstellen? Und zwar Grafik, Bewegungsschärfe. Das will ich mal abstellen. Nein. Weil ich glaube, das ist irgendwie der Grund. Ja, wenn ich das jetzt mal. Hallo, kann ich das irgendwie. Weil das will ich mal so ein bisschen umstellen, ne? Ich glaube, dadurch wird das Spiel ganz schön verschwommener irgendwie. Wäre irgendwie so Animation. Ich merke dann nämlich irgendwie, wenn ich irgendwie hier so, weiß nicht, versuche so Thumbnails zu machen, da muss ich ja immer in meine Videos gehen und irgendwie, ja, weil nicht so einen Clip raussuchen und so, ne? Ich mache das mal hier auf so 3, ne? Und da merke ich dann immer, wie alles so verschwommen ist, wenn sich alles bewegt, ne? Ich glaube, das sieht jetzt ein bisschen besser aus, ne? Ich weiß es nicht. Wollen wir mal gucken. Und ja, gut. In der letzten Folge haben wir noch, weiß ich nicht, diesen komischen Boss gefunden, ne? Swarok. Das gibt es, Swarok. Und, ja, ich glaube, der hat mehr oder weniger bestätigt, dass das Spiel so ein bisschen Post Game Content hat, ne, weil der schon Level 50 war, ne, und wir rangeln hier nur so mit, weil nicht Level 30er Gegnern, ne, und das ist ja schon ein ganz schöner Sprung, ne, und diese eine Kopfgeldjagd, die wir noch nicht gefunden haben, weil uns wahrscheinlich hier nur so ein Gebiet fehlt zum Erkunden in Rosaria, das war, glaube ich, nochmal eine höhere Belohnung, ne, der ist jetzt auch hier verzeichnet als Swarok, ne, oh ne, der ist teurer, das heißt, was auch immer das hier ist, wird nicht so schwierig sein. Obwohl, das heißt der Zerstörer der Welten. Aber ja, da scheint sich ja immer noch hier in diesem Gebiet hier zu befinden. In Rosaria, ne? Hier. Und da kommt man ja irgendwie nicht hin. Anscheinend. Noch nicht. Weiß nicht, ob ich da irgendwie was machen muss, um da durchzukommen. Oder ob ich storymäßig hier noch rausgeschnitten werde, ne? Aber im Moment scheint es noch nicht der Fall zu sein, dass ich da hingehen kann, ne? Aber ist doch egal. Wir kümmern uns erstmal um die Hauptstory, ne? Wir müssen den Leuten weiterhelfen, ne? Zwei Probleme haben wir schon gelöst auf der Welt. Jetzt gehen wir hier zum den Typen hier, wie ist der nochmal? Lobo, Jobo, irgendwie sowas, ne? Dieser eine Typ, dieser Händler. Und wow, ist das hier dunkel. Und ja, den helfen wir jetzt auch mal aus, ne? Hey, was geht? Lobo, mein Gott. Ich wusste, die anderen beiden Sachen, die ich gerade gesagt habe, waren falsch, aber. Oh. Kennt euch noch gar nicht. Jill, Clive hat mir viel von dir erzählt. Sicher alles Lügengeschichten. Wir haben gehört, dass Dalimil von Banditen geplagt wird. So ist es. Oder war es bis vor kurzem. Sie haben sich mit unserem Geld und Essen abgesetzt. Weißt du, wo sie hin sind? Tja, die Wüste ist groß. Die könnten überall sein. Oh, danke. Habe ich inzwischen dringendere Sorgen. Wie hast du mich genannt? Ah, wie auf Kommando. Wie du hörst, sind wir noch bemüht, eine gemeinsame Antwort auf Dalimils Banditenproblem zu finden. Wenn wir so weitermachen, werden nicht die Namen der Banditen auf unseren Grabsteinen stehen, sondern unsere eigenen. Ich habe wirklich versucht, die Streithähne zur Vernunft zu bringen, aber auch die Wüstenhäsin hat ihre Grenzen. Sollen wir mal mit ihnen reden? Warum sollten sie auf uns hören? Warum sollten sie das nicht? Wir haben schlagfeste Argumente. Ein Versuch kostet nichts. Noch nicht mal sonderlich viel Zeit. Was ist denn das für ein Argument? Warum sollten die auf uns hören? Warum sollten sie nicht auf uns hören? Was? Dann mal einfach dem Geschrei nach. Okay. Krach in Dalimil. Bonk. Okay, wer will Streit? Macht er jetzt ein Rap-Battle?
Die sahen aus, als würden die sich gerade ready machen für so ein Rap-Battle. Wir heuern Söldner an. Die machen dieses gesamte Pack einen Kopf kürzer. Und dann haben wir hier Ruhe. Und was machst du, wenn die Söldner genauso abgemetzelt werden wie deine Männer zuvor? Einfach noch mehr anheuern? Das Geld wäre 100-mal besser investiert, wenn wir neue Vorräte für uns davon kaufen. Söldner bringen nur noch mehr Blutvergießen. Und damit werden wir unsere Mägen nicht füllen können. Hast du gehört? Ja, aber da kommen die Banditen und klauen wieder alle. Ja. Vielleicht wollen sie deinen Kopf als nächsten. Schluss jetzt. Alle beide. Noch ein Wort und ich werfe euch eigenhändig hinaus. Benehmt euch wie Erwachsene, dann reden wir weiter. Ich bin so baff, ey. Ich kann euch beide in einen Arm tragen. Aber Lattenverdrohung. Wenn ihr jetzt nicht sofort aufhört, dann komme ich und mache euch platt. Victor. Was macht er hier? Wer? Bist du jemand, den wir kennen? Sid und Lady Jill. Was führt euch hierher? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Kostnice versinkt im Chaos. Und die Märkte könnten genauso gut schließen. Der Dornenkuss hier in Dalimil ist der einzige Laden, wo ich überhaupt noch an Waren komme. Deshalb war ich heute auch hier. Und dann hat Lubor mir von dem Streit erzählt. Er hoffte, ich könnte die streitenden Parteien zur Raison bringen. Aber wenn ihr hier seid, heißt das wohl, dass seine Geduld erschöpft ist. Wer sind denn die beiden? Das waren die Wortführer der beiden Parteien. Und der Grund, warum diese Stadt vielleicht bald so endet wie Kostnice. Schuld ist dieser verfluchte Himmel. Diese Finsternis treibt wirklich jeden in den Wahnsinn. Wie auch gut an dieser Stadt zu sehen ist. Der Himmel ist ein Problem. Der Streit das andere. Und dafür muss doch eine Lösung zu finden sein. Das hoffe ich. Ich hoffe es sehr. Okay, einfach okay. Tja, da gibt es bestimmt eine Lösung für. Wie dem auch sei. Tschüss. Hey, was geht? Schönes Dilemma, oder? Für mich war das ein Raum voller verunsicherter Leute. Und sie haben guten Grund, das zu sein. Aber in eurer Lage könnten Angst und Streit gut das Ende der Stadt bedeuten. Ganz meine Amen. Ich bin ratlos. Klaffert alles im Blick. So können sie sich nicht einigen wie. Und solange sie nicht auf einen Nenner kommen, sind wir verwundbar. Und wenn es eines gibt, das Banditen anlockt, dann ist es leichte Beute. Was hätte Sid der Geächtete wohl getan? Müssen wir eigentlich so weit darum rumreden? Wir gehen auf die Banditen, fertig. So wie ich ihn kannte. Würde er sie einfach machen lassen, um einzusprengen, wenn sie alles in den Sand gesetzt hätten. Das klingt nicht nach der klügsten Strategie. Ja, momentan steuern wir hier auf eine Katastrophe zu. Aber bestünde die Möglichkeit, dass wir sie dazu kriegen, genau das selbst zu erkennen? Momentan ist nicht daran zu denken, dass sich einer von den beiden auf die Strategie des anderen einlässt. Aber wir könnten sie dazu bringen, ihre eigene anzuzweifeln. Und dann präsentieren wir ihnen eine dritte Option. Okay, ich wollte schon sagen, dann streiten sie sich darüber, dass sie die Strategie von dem anderen benutzen können. Zu retten. Warum sollten wir streiten, wenn... Wenn all der angestaute Unmut auf die Banditen gerichtet werden kann. Mir scheint, als hätten wir einen Plan. Victor, du gehst zu... Können wir nicht einfach die Banditen kalt machen und fertig? Ich bin ein sehr beschäftigter Mann, okay? Gesichter sind in dieser Stadt eher unbekannt. Das könnten wir nutzen. Keine Sorge, Victor und ich übernehmen das Reden. Ihr müsst einfach nur mitspielen. Mitspielen? Womit er sagen will, ja, gern. Das wollte ich aber nicht sagen, Jill. Okay. Na gut, dann spielen wir mit. Was spielen wir denn? Stecken? Fangen? Murmeln?
Jo, jo. Mensch, ärgere dich nicht. Die Herren der Speere höchst selbst. Konrad, erlaube mir, dir Jayne vorzustellen. Die Anführerin der Rotschwingen. Der ältesten Söldnergilde in den freien Städten. Rotschwingen? Ich bin geehrt, Milady. Die Freude ist ganz meine. Rotschwingen ist ein Name von Cecils Gruppe in Final Fantasy 4. Sagt, ihr hättet abgelehnt. Angeblich, weil ihr keine Männer mehr habt. Ist das wahr? So wahr ich vor euch stehe. Die Adligen haben alle unsere besten Kämpfer verpflichtet. Und nicht nur von uns Rotschwingen. Ihr kennt die 7 hohen Häuser? Jedes hat gut 3 Dutzend. Also lass mich das nur mal zusammenfassen. Europa ist Rotschwingen und du hast blaue Klamotten. Das passt nicht. Lug, Betrug. Also, Konrad. Hätte eher Sinn gemacht, wenn Clive da hingegangen wäre, ne? Verteidigen könnten als Dalimils tapfere Bürger. Dass ein Haufen bartloser Bengel eure gefallenen Kameraden rächen soll, statt dass ihr es selbst tut? Bartlose Bengel? Nur über meinen Bart. Die sollen noch sehen, mit wem sie es zu tun haben. Kaum zu glauben, dass das funktioniert hat. Konrad ist nicht unbedingt die hellste Kerze im Leuchter. Und ich wusste schon, warum ich dir statt Sid die Sprechrolle gegeben habe. Hut ab, Teuerste. Wird immer dunkel wird, sobald ich aus der Cutscene rausgehe. Lass uns diesen Unholden gemeinsam zeigen, dass mit Dalinil nicht zu spaßen ist. Warte mal, war der nicht sowieso? Ne, der wollte Söldner anheuern, ne? Die Anne hat doch gesagt, ja, bringt doch nichts, irgendwie auf die Banditen loszugehen. Nun sieh sich einer meinen Laden an. Da war doch die meine Teppiche-Frau, oder? Ich meine, irgendetwas wird man schon noch kaufen können. Und vielleicht kommen ja nicht sofort die Banditen. Schon, aber. Was geht? Ah, da ist er ja. Oh, ich glaube, ich wollte irgendwas sagen. Vorstellen? Lord Underhill von Randelas renommierter Kaufmannszunft. Lord Underhill. Zu euren Diensten. Ich bin totalen Händler. Ich habe gerade von unserer jüngsten Unterhaltung berichtet, Milord. Und davon, wie ihr die Lage der Händler in der Hauptstadt beklagt habt. Lubor behauptet, dass die Kornspeicher so gut wie leer seien und der Krieg und die Fäule so verheerend, dass die Ernte nicht reichen wird, um sie für den Winter zu füllen. Ganz recht, leider. Genau so ist es. Gut, was auch immer du sagst. Kauft die gesamten Vorräte an Gerste und Wein. Was die Preise in Höhen treibt, die das Volk nicht zahlen kann. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bauern rebellieren. Es ist dramatischer, als ich dachte. Wenn es stimmt, was Lord Underhill sagt, dann fürchte ich, haben wir kaum eine Chance, unsere Lager aufzufüllen. Und wenn sie auch noch so leer sind. So sehr ich es begrüße, dass du versuchst, unsere kriegerisch veranlagten Kameraden von ihren Rachegelüsten abzubringen, fürchte ich doch, dass Konrad recht hat mit seiner Einschätzung, dass die Banditen zurückkehren könnten. Was bedeutet, dass wir jetzt, mehr denn je zuvor, sichern müssen, was uns an Habseligkeiten bleibt. Essen, Waffen, Kräuter, alles. Wenn unsere bescheidene Stadt nicht nur im Hinblick auf diese Prüfung, sondern auch in Zukunft bestehen soll, müssen wir zusammenhalten. Also gut. Es geht um die Verteidigung meiner Heimat. Ich bin dabei. Aber den Zirkus hier hättet ihr euch sparen können. Was für ein Zirkus? Ich bin doch kein Clown. Danke, Clive. Dein Auftritt war ja fast eine Offenbarung. Sie hat alles durchschaut. Na, es war ja auch nur fast eine Offenbarung. Gewirkt hat es trotzdem. Meine Späher sollten bald zurück sein. Wir treffen uns im Dornenkuss und dann sehen wir, wie es weitergeht. Siehst du hier irgendwo einen Clown, Jill? Den Verdacht, dass unser Gastauftritt nicht nötig gewesen wäre. Würde ich nicht sagen. Konrad schien recht angetan von dir. Okay. Mama, ich hab Angst.
So, jetzt machen wir die Banditen platt, nicht wahr? Da steht auch Teppichhändlerin. Gute Neuigkeiten, Sid. Meine Teppiche, meine Kohlköpfe. Anstandslos akzeptiert zu haben. Wer weiß, mit der Zeit werden sie viel. Ich fürchte, Zeit ist ein Luxus, den wir jetzt nicht mehr haben. Deine Späher haben die Banditen also gefunden? Genau genommen haben die Banditen meine Späher gefunden. Allem Anschein nach marschieren sie aktuell auf Dalimil zu. Die ganze Meute. Das hat uns noch gefehlt. Sie wollen nicht nur essen, sie wollen sich die verdammte Stadt holen. Okay. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Ist schon gut, wir machen das. Wohl in zwei Gruppen an. Eine aus dem Süden und eine aus der Wüste. Zweifelsohne mit der Absicht, unsere hauchdünnen Abwehrkräfte überzustrapazieren. Schon verstanden. Jill und ich übernehmen die Wüste. Und den Süden... Den Süden, mein Freund, verteidigen wir, die Bürger. Ich muss sowas von leicht dahin rennen, um denen zu helfen. Aber wenn das hier Dalimil nicht eint, was dann? Du legst da eine Menge Vertrauen in diese Leute, die sich vor ein paar Minuten noch gegenseitig an die Gurgel wollten. Dann wird es an uns liegen, dafür zu sorgen, dass sie ihre Gegner nicht verwechseln. Und ja, ich meine uns. Ich wusste, dass das kommt. Wir versuchen euch Zeit zu verschaffen. Das versuchen wir auch. Oh Gott, wir machen das schon. Also unser jetziger Plan ist unser ursprünglicher Plan. Ja, was geht? Da kommen schon die Weiber aus der Stadt gerannt. Den übernehme ich. Tut mir leid, ich nehme mir die alle vor. Das ist er hier. Boah. No, nein. Funktioniert das? Oh ja, ich habe da sowas von gebrochen. Der hatte so ein Schild nämlich. Aber ich habe den einfach voll durch. Ja, stimmt. Ich glaube, einige Sachen habe ich jetzt hier irgendwie hochgelevelt vom Barmut, ne? Offscreen. Ich glaube, ich kann jetzt irgendwie auf Stufe 2 oder 3 oder 4 oder irgendwie so weit hochleveln. Na, guck mal, ich will mal wissen, wie stark das ist. Ah, man kann sogar ausweichen, cool. Jetzt kommt mal her. Ja, schon krass, ne? Der dauert halt nur voll lange, bis das aufgeladen ist, ey. Der Sultan. Ja, ich kann halt nicht öfter einsetzen, okay. Der gehört mir. Au. So, wenn ich das hier mache, lädt das schnell auf. Ich glaube, weiß ich nicht. Ich bin zum Verschwender. Aber das hat sogar ein bisschen. Hat sogar ein bisschen die aufgeladen. Nein. Aber Level 3. Okay. Jetzt chill mal ein bisschen. Okay, chill mal ein bisschen. Alter, angefangen zu schaden, ne? Komm her, her, du Schwein. Ja. Okay, ich bin noch ein bisschen auch im Experimentieren hier, ne? Mit Barmut. Aber okay. Und die anderen? Haben sie durchgehalten?
Ich höre keine Schwerter mehr. Was denkst du? Er ist tot. Oh nein. Wir haben es voll geschafft. Rap Battle. Natalia, ich muss mich bei dir entschuldigen. Deinem Einsatz. Natalia? Schon aber Natalie. Ohne dich hätte es gar keinen Einsatz gegeben. Du hast uns gerettet. Uns und die Stadt. Wir haben sie gerettet. Da hat aber einer seine Meinung geändert. Ich würde sogar sagen, zwei. Darf ich aus eurer Anwesenheit schlussfolgern, dass sich unsere Freunde aus der Wüste nicht mehr zu uns gesellen? Schade. Wir haben's geschafft, Sid. Auch wenn dafür erst eine halbe Armee Banditen anrücken musste. Aber, Victor, wen kümmern schon die Feinheiten? Wir sind übereingekommen. Und das ist alles, was zählt. Und zu dir, Sid, du kämpfst deutlich besser, als du schauspielerst. Das nehme ich mal als Kompliment. Ja, na gut, alles gut. So, jetzt haben wir allen Leuten gerettet hier. Allen Leuten geholfen. Was ist jetzt los? Zurechtkommen. Fürs Erste. Otto wird erleichtert sein, das zu hören. Ja, Otto. Ganz toll, Otto. Dann mal zurück zum... So, ich muss schon sagen, da taucht jetzt irgendwie auf. War's, ne? Ja. Was ist das? Ist da nur der Hintergrund? Ja, so Punkte an der Spitze. Ach, wegen Jagdziel. Okay. Schon sagen, ich habe so komische Punkte an den Spitzen von den Türmen da gesehen. Das hat mich ein bisschen verwundert. So. Otto, du wirst nicht glauben, was passiert ist, ne? Da waren so Gegner und wir waren auch da und dann haben wir gekämpft. Und mein Gott, da musst du alles wissen. Ey, was geht? Ich habe mich schon gefragt, wo du bleibst. Unsere Freunde und Verbündeten haben sich alle schon für deine pünktliche Hilfe bedankt. Wie schaffst du es nur immer gerade rechtzeitig anzukommen? Purer Zufall, würde ich sagen. Ja, ich bin der Einzige, der hier was macht anscheinend. Mal sehen. Sturm schreit immer noch nach Mutterkristallen. In den Reichen herrscht weiter Chaos. Und der Himmel sieht immer noch aus wie ein zwei Tage alter Tritt in die Nieren. Von daher... Oh. Clive, wir wussten beide, was passieren würde. Also, nicht das mit dem Himmel, aber du weißt, was ich meine. Jetzt ist nicht der passende Zeitpunkt für Zweifel. Stattdessen solltest du nach Joshua sehen. Taya sagt, dein Bruder ist wach. Danke, Otto. Dann lass mal sehen. Der Prinz ist auch hier, ne? Dion. Da, ja, da ist er, ja, sehe ich da. Unten rechts. So war nicht Silver, sondern Olivier Ultimas Marionette. Als Dion dies erfuhr, wollte er ihn niederstrecken. Doch sein Vater warf sich in den Speer, der ihn befreien sollte. Worauf Dion sich selbst vergaß. Kein Wunder, dass er nicht aufwacht. Ich hätte auch Angst davor. Hätte ich ihn doch nur früher gewarnt, vor der Bedrohung durch Ultimas Plan. Doch nun liegen ein Reich und sein Prinz in Scherben am Boden. Joshua, was weißt du über Ultima? Hat er ihn nicht irgendwie absorbiert oder so? Wenig, befürchte ich. Selbst nach so langer Zeit. Vor 18 Jahren lag ich unter den Trümmern des Phönixtors begraben, als meine Retter mich fanden. Ich entkam. In den Tagen darauf erfuhr ich,
Das erste Mal von Ultima. Seitdem jage ich seinem Schatten hinterher. Ultima verfolgt irgendein finsteres Vorhaben und du scheinst dafür eine Art entscheidender Eckstein zu sein. Er will dich um jeden Preis haben, selbst wenn dafür ein Reich fallen muss. Warum? Warum ich? Was für einen Nutzen habe ich für so eine Kreatur? Du bist der edgiest Charakter überhaupt. Auf die ich keine Antwort finde. Sowas findet er heiß. Eines weiß ich. Es ist keine Willkür. Die Wahl auf dich, viel bewusst. Es verfügt jeder Dominus über die Macht einer Esper. Aber unsere Kräfte sind trotzdem nicht grenzenlos. Ich beherrsche nur das Feuer. Aber warten, dass wir alle absorbieren. Acht Hüte für acht Elemente. Ja, wo ist Leviathan? Na, schon wieder acht. Also ist ja doch. Besonderes. Du besitzt nicht nur die Flammen von Ifrit, sondern noch andere Kräfte. Ja, aber warum? Dass es Ifrit überhaupt gibt, stellt unser Wissen über Domini auf den Kopf. Vielleicht hat Ultima auf einen Dominus wie dich gewartet, denn deine Kräfte sind grenzenlos. Aber warum? Ich bin diesem Ding schon des Öfteren begegnet. Warum hat er dann nicht von mir Besitz ergriffen? So wie er es mit Olivier getan hat. Also, beantwortet irgendwie nicht unsere Frage. Warum hat er mich erwähnt? Ja, weil du alle essbar bist. Ja, warum habe ich alle essbar? Zusammenpasst. Sein Geist und dein Körper nicht harmonieren. Sein Geist? Geist. Oh, ich habe so eine Ahnung, was passieren könnte. Das Ultima nicht mehr als das ist. Das macht es. Oh mein Gott, ich merke gerade. Ihn völlig in mir einzuschließen. Ich weiß genau, was passieren wird als nächstes. Er wird irgendwann Jill kontrollieren. Damit wir gegen Shiva kämpfen müssen, ne? Die Flammen des Phönix heilen die Wunden, die mir Ultima zufügt. Doch das hat seinen Preis. Wir müssen einen Weg finden, ihn zu vernichten. Solange ich noch kann. Was hast du dir nur gedacht? Sonst hätte ich ihm Clive ausgeliefert. Ich bin nur meiner Pflicht nachgekommen. Also hast du für mich dein eigenes Leben einfach weggeworfen? Joshua! Clive, komm schnell! Eine Armee Akasischer steht vor Kanva. Boah, Mann! Wo ist überhaupt diese Frau, die ganze Zeit mit ihm unterwegs war? Was ist überhaupt mit der passiert? Ist mir schon letztens aufgefallen. Also, wie ist die Lage? Hat Haya noch nichts gesagt? Die Hauptstadt der freien Städte wird belagert. Und zwar von einer monströsen Horde. Können Sie es wagen? Die Stadtwache tut wirklich ihr Bestes, doch ich fürchte, es sind zu viele, um sie aufzuhalten. Was ist mit Lord Byron und Matt? Konnten sie noch fliehen? Nein, aber sie sind erstmal sicher. Verstecken sich mit Gav an Mitts Schiff. Wir müssen sie da rausholen. Hm. Werden wir auch. Otto, schick einen Stolas. Sag Gav, er soll da bleiben, wo er ist. In Ordnung. Vivian, was ist die schnellste Route nach Kanva? Das solltest du am besten die Karte fragen. Sieh hier. Diese Straße durch Tabor sollte am unkompliziertesten sein. Einfach durch. Gut. So ein Zufall. Tabor ist auch mein nächstes Ziel. Joshua, dein Ziel ist jetzt das Bett. Denkst du etwa, ich hätte ihm nicht schon genau das gesagt? Wäre Taya nicht so eine talentierte Heilerin, würde ich mich wohl eurer Meinung anschließen. Doch dank ihrer Fürsorge kann ich meine Begleiterin wieder aufsuchen. Sie wollte in Tabor warten, falls wir getrennt würden. Also gut. Ist die Begleiterin, Leviathan? Clive! Wenigstens ist er dann bei mir. Wir schaffen das. Ich werde auf ihn aufpassen.
Aber die haben jetzt auch schon wieder 8 Esper gesagt. Natürlich kommt jetzt noch neben Quest. Bin ich irgendwohin überhaupt? Nö. Muss wahrscheinlich erstmal wieder dahin zum ersten Mal, ne? Noch zu. Okay. Natürlich kommt jetzt wieder neben Quest. Aber die haben jetzt auch schon wieder 8 Esper gesagt, ne? Und ich nehme an, wenn die sagen 8 Esper, dann tun die ja nicht Ifrit mitzählen, ne? Wenn die sagen 8 Esper, dann tun die ja bestimmt nicht Ifrit die ganze Zeit mitzählen, ne? Weil er ja irgendwie so eine unerwartete neue Addition ist, ne? Aber ja, irgendwie haben wir davon noch nichts mitbekommen. Oh. Und ich ein Götz. Was soll ich bloß tun? Auge um Auge. Ist alles in Ordnung, Götz? Das ist einfach alles, was ich sage. Fahriger als sonst. Oh, ich weiß nicht, was das heißt, aber ich bin durcheinander. Ich mache mir doll Sorgen um Tante, weil sie... Ach. Ganz ruhig. Was ist los? Ist es überhaupt möglich, so eine hohe Stimme zu haben, wenn du so ein Riese bist? Ich meine, das hat doch irgendwie so was mit dem Körperbau und so zu tun, ne? Wenn du größer bist, dann hast du halt auch größere Lungen oder so. Ich meine, da könnte auch schwachsinnig sein, was ich jetzt hier gerade sage, aber ich meine, irgendwie so was in der Art war das. Ich weiß, dass sie gerne Geld verdient, aber sie verkauft nichts an Bösewichte, schon gar nicht an solche, die Unschuldigen wehtun wollen. Noch nö. Ich wollte sie danach fragen, aber sie würde mir die Ohren langziehen. Deine Ohren würde sie nicht langziehen, oder? Nö, ich hau die dann. Ich red mit ihr. Keine Sorge. Ich red mit ihr. Wenn sie mich anfasst, hau ich ihr eine Ohren. Wenn sie mich anfasst, gebe ich ihr einen Roundhouse-Kick. Natürlich. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Voll ins Gesicht. So. So, Karin, was machst du da auf dem Schwarzmarkt? Geht aber gar nicht. Hallo, Karin. Wie läuft's? Also klagen kann ich nur über das Wetter. Der Handel läuft also hier im Versteck und aus... Mein Gott, Clive. Hm, kann man sagen. Moment. Worauf genau willst du hinaus? In 5 Jahren hast du dich nicht einmal um meine Angelegenheiten gekümmert. Und heute fragst du mir aus heiterem Himmel Löcher in den Bauch, als hätte ich was ausgefressen. Dann wird's Zeit, mal zu fragen. Also gut. In Wirklichkeit bin ich hier, weil mir Gerüchte zu Ohren gekommen sind, dass du Waffen an Banditen verkaufst. Hat er Angst vor ihr? Ah ja? Und wer ist es, der mich so gut kennen will, dass er über meine Missetaten reden muss? Ich habe es nicht wirklich aus erster Hand. Ich weiß nur, es gibt jemanden in Dalimil, der die Gerüchte verbreitet. Ja und? Du glaubst sie? Du denkst, ich bereichere mich auf Kosten Unschuldiger? Hör zu, ich bin nicht stolz auf meine Vergangenheit. Das mag eine Zeit gegeben haben, in der ich die Augen vor dem Elend der Welt verschlossen habe, um mich zu bereichern. Doch dieser Frau gibt's nicht mehr. Und das wüsstest du, wenn du je auch nur ein bisschen darauf geachtet hättest. Du hast recht, Karin. Entschuldige. Ich hätte es besser wissen sollen. Ja, hättest du. Nun, du hast sicher Besseres zu tun, als mit erhobenem Zeigefinger eine alte Frau zu beschuldigen. Natürlich. Leb wohl. Alles klar, Götz, kein Problem. Was? Alles in Butter. Ich habe mit Karin gesprochen. Und was hat sie gesagt? Dass die Gerüchte falsch und wir Narren sind, weil wir sie für wahr gehalten haben. Und noch andere, damit meine ich dich. Das verdeutlicht haben. Sie hat außerdem erzählt, dass sie durchaus Dinge getan hat, die sie bereut. Aber dass diese Tage
hinter ihr liegen. Oh, das ist gut. Ich habe gewusst, dass Tante nichts Böses macht. Aber warum sagen die Leute dann sowas? Was hat Tante ihnen je getan? Das ist nicht nett. Naja, ist es nicht vielleicht irgendwas, was sie damals mal gemacht hat, ne? Möglichen Gründen. Nicht immer guten. Ha, ich will's genau wissen. Der Händler, er hat gesagt, in Dalimil reden alle über sie. Da werde ich hingehen. Ich finde schon jemanden, der mir den Grund sagt. Dann prügel ich in die Kackhaus, ihr Leib. Mich begleiten, habe ich recht, Clive? Natürlich. Warte, ey, pass auf. Wer hat gesehen, der hat mich voll geschubst. Der hat mich ungefähr 2 Meter irgendwie weggeschubst. Dieses verdammte Buch. Buch? Habe ich da gerade Buch gehört? Hier stecke ich in diesem Schlamassel, also hilf mir gefälligst jetzt auch wieder raus. Wer bist du? Nicht besonders gut kochen. Das Kochen kannst du getrost mir überlassen. Ich brauche nur ein wenig von deiner Zeit, ja? Oh, und vielleicht dein Schwert. Du erinnerst dich an Yvons Eintopf, oder? Nein. Nun, trotz des Aussehens und des Geschmacks. Oh doch, warte mal, aber warte, genau. Schlingen die Leute das Zeug. Genau. Ich habe da irgendwie so Sachen gepflückt. Da kam so ein Eintopf. Ich habe ins Buch geschaut und es versucht. Aber es war nicht so einfach wie erhofft. Das Problem hatte Yvonne. Was mit der Person im Hintergrund? Soll ich das Boot nehmen? Soll ich das Boot nicht nehmen? Wenn du mir hierbei nicht hilfst, Clive, nehme ich dir das übel. Damit kann ich leben. Natürlich helfe ich dir. Ich mag es einfach jedes Mal, diese Auswahlmöglichkeiten in so einem voll besiegten Ton zu sagen. Natürlich helfe ich dir. Mach ich doch gerne. Ein toller Name, was? Enthält Himmelswurmleber, logischerweise. Dazu Drachenkraut. Habe ich leider noch nie zuvor von diesen Zutaten gehört. Ich habe es mit Schweineleber probiert, aber das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Laut Yvonne sind die Rezepte in dem Buch Jahrhunderte alt. Dieses Kind da im Hintergrund irgendwie Brot am Analysieren. Was ist da hinten los? Eine Frage für einen Gelehrten. Warte mal, sind das nicht die Dinger, die dieser eine Typ hier erfunden hat letztens? Ein freundlicher alter Mann mit einem Bücherregal verheiratet. Gut, ich gehe und frage Hippokrates. Vielleicht weiß er was. Da muss ich sowieso hin. Falls ja, dann finde ich deine Zutaten für dich. Das hoffe ich. Denn sonst kocht bald nur noch Yvonne für dich. Hey, warte mal, sind das nicht diese Brote, die dieser einen Typ erfunden hat, die auf den Dings hier basieren? Riesenberg. Oh Mann. Schon direkt jemand kopiert. Ne? Das ist eine optionale Quest gewesen, ne? Das heißt. Die sind immer da. Ach, hier muss ich hin. Was ist hier eigentlich? Okay. So, du bist die Quest. Ich dachte, ich muss zu den einen Typen. Ich kann's versuchen. Wer ist diesmal verschwunden? Nicht wer, sondern was? Mit Zwage, die Große aus ihrer Werkstatt. Ich hatte sie mir für eine Unterrichtsstunde zum Thema Gewichte geliehen, aber jetzt ist sie weg. Zuerst dachte ich, dass die Kinder sie zum Spielen mitgenommen haben, aber sie haben das vehement abgestritten. Was mich nur umsetzt, dann lügen die. Glauben, Problem gelöst. Ja. Ich weiß, was da helfen könnte. Ein Besuch von Seth. Irgendwie traut hier niemand in diesem Versteck. Ja, danke. Ich hoffe zwar, dass die Kleinen nicht gelogen haben. Was hat ihr eigentlich für ein Versteck? Jeder tut hier jedem misstrauen. Mit ihnen führen müssen. Zuletzt habe ich sie im Atrium gesehen. Wie immer. Bonk. Okay, nächster.
Hallöchen, na? Sokrates, ich habe eine Frage bezüglich des Buches, das ihr Yvonne geliehen habt. Die lügt! Valistea, eine kulinarische Pilgerfahrt, eines meiner Lieblingsbücher. Der kühne Eintopf, oder eins meiner Lieblingsgerichte. Exquisit geschmeckt. Ich hoffe, wir kommen in Zukunft in den Genuss weiterer Köstlichkeiten. Genau deshalb bin ich hier. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich Himmelswurmleber und Drachenkraut finde. Ah, die Sagen von Himmelswürme und Drachen. Bei den Schilderungen zu dem Gericht läuft mir immer das Wasser im Mund zusammen. Nun, Himmelswurm ist ein etwas antiquierter Name für den Wyvern. Aus seiner fein gehackten Leber besteht die Masse, die gebraten und zerteilt wird. Wyvernleber? Meine Leber? Man könnte meinen, dass die Jünger Bahamuts etwas mehr Ehrfurcht vor den Geschwistern ihrer Esper haben, aber offenbar nicht. Ich glaube, der spezielle Drache, den das Rezept verlangt, ist der Blaurücken. Man sagt ihm nach, dass er die Farbe des weiten Meeres hat. Nach so einem werde ich mich umsehen. Und was ist mit dem Drachenkraut? Engelshauben im heutigen Sprachgebrauch. Farne, die an der Küste von Nordstedt wachsen. Wie ich gehört habe, sind das bernsteinfarbene Sträucher mit betörendem Duft. Sie sollten leicht zu finden sein. Übrigens glaubten die Menschen früher, Wild sollte am besten mit den Beilagen serviert werden, von denen es sich ernährt hat. In dieser Hinsicht ist Leberschmarren zweifellos ein typisches Gericht der damaligen Zeit. Wenn ich also eine Zutat finde, finde ich wahrscheinlich auch die andere. Auf nach Nordstedt. Viel Glück, Clive. Alles klar. Hebt mir einen Happen auf, wenn es angerichtet ist. Aber sicher. So. Jetzt verdreschen wir noch ein paar Kinder. Und dann müssen wir erstmal jetzt diesen neuen Gebiet, was wir freigeschaltet haben, ne? Aus irgendeinem Grund schalten sich immer erst die anderen Gebiete, die ich wieder besuchen kann, frei, nachdem ich irgendwie in das neue Gebiet zum ersten Mal eingegangen bin. Ich weiß nicht, was das immer soll. Aber so ist das normal, ne? So funktioniert das Spiel halt. Hi. Guck mal, wie viele neue Sachen hier schon wieder sind. So, das Rudel. Das sieht einfach aus. Südlich von Tabor, Dalmekia. Aber ich habe den doch schon gesehen. Ich weiß doch, wo der ist. Warte mal, warum ist jetzt der Fragezeichen? Hä? Ich hab den da gefunden. Naja, man kann halt ja hier nachgucken, ne? Ja, Jagdziele in der Region. Jagdziele in der Region, ja, macht es natürlich ein bisschen einfach, ne? Aus dem Weg! Was sollen wir denn jetzt tun? Hey, was geht, na? Ich hab gehört, ihr habt was geklaut, ihr kleinen Drecksbengel. Da sind die doch. Da ist die Waage doch. Sid! Fleißig am Lernen, wie ich sehe. Und was ist das? Doch sicher keine Waage, oder? Nö, natürlich nicht. Also nicht mehr, jedenfalls. Jetzt nicht frecher. Oh. Er ist nicht frech, kleiner. Hat, ja? Tut uns leid. Aber wir haben sie nur aus ein... auseinandergebaut. So wie Mitt es uns gezeigt hat. Mitt hat was? Warum lässt sie euch denn ihre Geräte auseinanderbauen? Weil man nur so ein echter Tüftler werden kann. Mitt sagt immer, am besten versteht man, wie was funktioniert, wenn man es auseinandernimmt und dann wieder zusammenbaut. Na, dann habt ihr die Hälfte ja geschafft. Weiter so. Ehrlich gesagt. Ja, habe ich mir gedacht. Das Auseinandernehmen war einfach. Aber jetzt kommen wir hier nicht weiter. Was ist denn so kompliziert? Das ist eine Waage. Das große Teil gehört nach unten. Und. Packst das Ding da oben hin.
Dann packt die beiden Ketten auf der linken und rechten Seite. Aber lasst es uns noch mal zusammen versuchen. Waage untersuchen. Na dann, hört gut zu. Alle Teile hier auf dem Tisch gehören zu Mits Waage. Jedes Teil hat eine Aufgabe und jedes einzelne ist genauso wichtig wie die anderen. Wenn auch nur ein Teil fehlt, funktioniert die Waage nicht. Denken wir also über die einzelnen Aufgaben nach. Ein Teil kennt ihr schon. Die Basis. Sie ist das Fundament der Waage. Und die anderen? Den Balken. Das hier ist der Balken. Warum heißt er wohl so? Sieht nicht wirklich aus wie einer, oder? Stimmt. Eher wie ein Flügel. Ein Chocobo-Flügel! Sid, du bist schon mal auf einem Chocobo geritten, oder? Bringst du es mir irgendwann mal bei? Wenn du brav bist. So, und was machen Balken normalerweise? Sie halten Sachen. Oh, also macht der hier das vielleicht auch? Gut mitgedacht. Wir sind auf dem richtigen Weg. Als nächstes haben wir die Waagschalen. Die beiden runden Teile sind die Waagschalen. Schalen kennt ihr ja, oder? Na klar, Molly hat welche in der Küche fürs Frühstück. Diese hier sind aber nicht für Brei, Dummkopf, sondern zum Wiegen. Aber was ist, wenn ich Götz wiegen will? Ich glaube nicht, dass er da drauf passt. Wohl eher nicht. Wofür sind die Kettchen? Hängt man daran die Schalen auf? Ganz genau. Das heißt, haben die noch nie gesehen, wie die dann. Die haben doch aus der Tattung und die wissen, wie er aussieht, oder? Das Zahnrad. Dieses kleine Teil hier ist ein Zahnrad. Habt ihr schon mal eins gesehen? Ich ja. Mits Höhle ist voll davon. Hört sich irgendwie an wie ein Tutorial von Das große Krabbeln für die PS1. Das ist die Goldbeere. Die stärkste aller Beeren. Nützlich, wenn man will, dass Dinge sich bewegen. Oh, ich habe dieses Spiel geliebt. Erinnert ihr euch, ob sich irgendwas an der Waage bewegt hat? Ich glaube, der Balken hat sich bewegt, als ich einen Apfel wiegen wollte. Aber dann hat ihn jemand gegessen. Ist nicht meine Schuld. Du hättest sie nicht vor dem Mittagessen wiegen sollen. Lass euch nicht die ganze Zeit ablenken. Welcher Teil sich bewegen soll und wie. Also bauen wir am besten erst alles zusammen. Dann finden wir raus, was sich nicht bewegt und tun das Zahnrad dahin. Keine schlechte Idee. Na bitte, ist doch gar nicht so schwer. So, wir haben uns die Teile angesehen und über ihre Funktion nachgedacht. Jetzt ist alles klarer geworden, oder? Ja, ich glaube, jetzt kriegen wir es hin. Dann machen wir es so. Ihr sagt mir, welche Teile wohin gehören, und ich baue sie zusammen. Also, zuerst kommt natürlich die Basis. Da kommen schließlich alle anderen Teile dran. Und der Balken kommt oben auf die Basis, genau wie bei einem Dach. Oder Flügel bei einem Chocobo. Und dann hängt man die Schalen an dem Balken mit den Kettchen. Sehr gut. Dann wollen wir mal sehen, ob alles so passt. Na bitte. Fertig. Jetzt hat er so eine AK-47 in der Hand. Warte mal. Ja, wir haben es geschafft. Naja, mit Sitz Hilfe. Was mit dem Zahnrad? Ach, ich habe doch nur die Teile zusammengesetzt. Ihr drei Tüftler habt mir gezeigt, wie es geht. Ja, wir sind nämlich Mits Protégés. Ihre Protégés? Ja, Tüftlernachwuchs. Sie bringt uns alles bei, was sie weiß, damit wir später helfen können, das Versteck am Laufen zu halten. Dann sind wir alle geliefert. Sind wir schon so weit? Ein bisschen Hilfe von Mit und Shirley wird es auf jeden Fall nicht mehr allzu lange dauern. Als ob die überhaupt noch am Leben ist. Habt ihr das gehört? Müssen ja erstmal retten. Nicht mehr allzu lange. Aber bis dahin, seid bitte ehrlicher zu eurer Lehrerin. Warte mal, wir haben das Zahnrad gar nicht benutzt. Ihr glaubt doch nicht, dass Sid es vergessen hat, oder? Nicht mein Problem, ich habe das Problem gelöst. Tschüss.
So, ich gehe gar nicht erst zurück. Das ist nicht mein Problem. Ich habe meinen Sold erfüllt. Wo ist meine Belohnung? Ah ja, wieder eine gute Tasche. Alles klar. Also kleine Erklärbär-Session hier mit Clive. Okay. Gut. Haben wir das erledigt. Dann lass mal hier hingehen. Oh ja, Kascha. Und boom. Und? Hast du das Rätsel gelöst? Es war, wie du schon vermutet hattest. Die Kinder hatten die Waage. Sie war allerdings in ihre Einzelteile zerlegt, weil sie wissen wollten, wie sie funktioniert. Oh nein! Mit wird mir was erzählen. Keine Sorge, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich war es sogar ihre Idee. Letztendlich durfte aber ich den Lehrer spielen. Es tut mir leid, Sid. Du bist ohnehin schon so beschäftigt. Die Kinder können sich schon auf ihre Standpauke einstellen. Ach, das muss doch nicht sein. Mit hat die drei anscheinend unter ihre Fittiche genommen. Sie bezeichnet sie schon als ihre Nachfolger. Als ihre Protégés sollen sie wohl in ihre Fußstapfen treten. Und die ihres Vaters. So ist das also. Sid, weißt du, warum Mit neuerdings so viel Zeit bei uns im Versteck verbringt? Sie hat mir gesagt, dass ihre Studien von den Geschehnissen in Canva unterbrochen wurden. Stimmt das nicht? Nein, das war nicht der Grund. Ja, alle Leute im Versteck sind ja am Lügen. Im Gegenzug für ein Vollstipendium sollte sie die Entwicklung einer Anzahl neuer Kriegsmaschinen leiten. Jeder andere würde sich wohl über diese Chance freuen. Aber für Mit, die beide Eltern im Krieg verloren hat, war es blanker Hohn. Sie wollte damit nichts zu tun haben. Wenn man sie kennt, ist das keine große Überraschung. Schließlich ist alles, was sie will, den Menschen Hoffnung zu bringen. Das genaue Gegenteil von Krieg. Deswegen kümmert sie sich um die Kinder. Sie versucht, ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und das sollte ich auch tun. Zeit für die eine oder andere Unterrichtsstunde sollte ich mir nehmen können. Ach, du hast ihnen schon so viel mehr gegeben als das. Und ich bin sicher, das wissen sie auch. Wir haben nur eine Waage hier falsch zusammengebaut. Ich glaube nicht, dass das. Und deine Lehrerkarriere sollst du an den Nagel hängen, Clive. So. Gut. Das ist auch irgendwie ein grünes Zeichen. Bedeutet das was? Ist das auch eine Quest? Da wollen die mir sagen, dass da eine Quest ist irgendwo. Aber der wird ja der andere Typ leuchten, ne? So, hey, Clive. Ja, guck mal, da ist was grün. Und dann mein ja, Lord Rossfield. Ich bin untätig zur Verzeihung für diese überraschende und ungehörige Nachricht. Bedauerlicherweise bin ich durch äußeren Umständen gezwungen, mich umgehend zum Beistand zu bewegen und kann mich in dieser Umgangen, okay, wenn man das Rast aufzusuchen, werde ich euch eins leiten in meiner mystischen Lage, alles klar. Rutherford, so heißt doch der Diener meines Onkels. Warum ist er in Marthas Rast? Zeit, das herauszufinden. Okay, schon wieder eine Quest. Und ja, letztens habe ich irgendwie auch noch was bekommen, ne? Hier diese Schale hier, Schalen. So, das Problem ist, wir müssen erstmal in das neue Gebiet rein, bevor wir irgendwo anders hingehen können. Also mach was. Das Echo von Crow sieht nur der Wind heult durch diesen Ehrgarten bodenloser Schluchten, in dem die Trümmer einer gefallenen Zivilisation verstreut sind. Gut. Wir müssen erst da ein. Weiß nicht, warum wir immer da immer zuerst hingehen müssen, aber okay. Mach mal das. Dann sagen Joshua aber noch dabei.
Ah, guck dich mal unser Team jetzt an, ne? Ah, guck mal. Also so viel ein schöneres Team als hier in Final Fantasy 15, ne? Weil er so K-Pop. Und die anderen könnten gerade jetzt in Gefahr sein. Wow. Natürlich. Tut mir leid. Jute ist sehr verlässlich. Bezüglich Canva wird sie sicher bereits Informationen sammeln. Wir haben ja keinen Spaß, Joshua. Beeilen wir uns lieber. Die Hand der Dione. Hey. Ja, hier ist das. Genau. So, jetzt können wir hier mal hin. So, ich glaube aber so mit für Quests haben wir jetzt irgendwie keine Zeit mehr so, ne? Was ich da machen will, ist, oh Gott, wo warten jetzt nochmal? Ich wollte jetzt noch diese Quest hier mit denen. Ich wollte jetzt hier noch. Verdammt, wo warten jetzt nochmal? Ich wollte jetzt noch die Kopfgeldjagd hier schnell hinter mich bringen, aber ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Na gut, dann beende ich den Part nochmal. Ich guck nochmal nach im Versteck. Sich das Ding finden lässt und dann beim nächsten Mal treffen wir uns dann wahrscheinlich direkt, wenn ich das Viech gefunden habe oder mehrere Viecher, aber das glaube ich, ne? Ah, guck mal, oh, guckt sich mal unsere Gruppe hier an. Oh, 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 oh. Also, wenn du mich fragst, brauchst du da was? Schade, dass ich der gleiche Sprite ist wie damals hier mit. Hier mit Shadows Hund hier von Final Fantasy 6. Wie hieß der nochmal? Boah, wie ist nochmal der Hund von Shadow? Interceptor. Ist ja so ein Custom Sprite hier. So, das hier ist südlich von Tabor, Dalmekia. Da treffe ich euch beim nächsten Mal, ne? Und auch, guck mal, hier hat auch noch wieder Sachen. Und sagst du mir jetzt einfach nur die Sachen, die ich hier schon habe? Böses Blut, auch mal hier. Wo ist das? Ah, da ist in einem neuen Gebiet, okay. Na, beim nächsten Mal sehe ich euch dann hier bei dieser Kopfgeldjagd, ne? Fangen wir da bei der Kopfgeldjagd an, dann machen wir die restlichen Nebenquests und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen in der Story, ne? Ich glaube nicht mehr so weit, wenn wir die ganzen Quests machen. Aber gucken wir mal, ne? Wieder so weitergehen, ne? Ich bedanke mich jedenfalls herzlich beim Zuschauen von allen, die hier rüber gestolpert sind. Und ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es wird den Kanal sehr weiterhelfen und mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder von Final Fantasy 16. Tschüss.